Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Eigentlich lese ich gegenwärtig Material über Tim und Struppi und Hergé, denn es geht ja um Tim in Tibet. Aber das wird ja noch einige Tage dauern, bis das alles fertig ist. Und da dachte ich, es wäre nicht verkehrt, zwischendrin mal ein Video zu droppen. Und das Thema, das mir dabei in den Sinn kam, hat damit zu tun, dass ich einen sehr interessanten und sehr gut geschriebenen Artikel gelesen habe von Alec Nevala Lee über den berühmten Science-Fiction-Schriftsteller Isaac Asimov mit dem Titel Asimov's Empire, Asimov's Wohl. Und dort wird Isaac Asimov ein wenig dekonstruiert als ein recht neurotischer Sexist und ein notorischer Grabscher. Und ich wollte mich damit ein wenig beschäftigen. Ich möchte mal ein paar Passagen aus dem Artikel mal lesen. Ich will das nicht alles übersetzen müssen. Ich werde natürlich den Link zu dem Artikel unter das Video posten. Und diese Passagen lese ich jetzt mal auf Englisch. Und dann kann ich ja ein bisschen was dazu sagen, was mir da so durch den Kopf geht. Und wir werden ja sehen, wo das so alles hinführt. Also ich lege mal los. Over the course of many decades, Asimov groped or engaged in other forms of unwanted touching with countless women, often at conventions, but also privately and in the workplace. Within the science fiction community, this is common knowledge, and whenever I bring it up in a room of older fans, the response is usually a series of nods. The number of such incidents is unknown, but it can be plausibly estimated in the hundreds, and thus may match or exceed the long list of books that Asimov wrote. Ich werde natürlich nicht den ganzen Artikel jetzt lesen, sondern nur ein paar Passagen rauspicken, damit es so ein bisschen eine Gesprächsgrundlage gibt. As a young man, he was shy and romantically inexperienced, which was reflected in the overwhelming absence of female characters in his fiction. He openly stated that his relationship with his first wife was sexually unfulfilling, and it was shortly after his marriage that his fingers began to rove more freely. While working as a chemist at the Philadelphia Navy Yard during World War II, he liked to snap women's bras through their blouses, a very bad habit I sometimes can't resist to this day, he recalled in 1979, and on at least one occasion he broke the strap. After the war, his reputation as a groper became a running joke among science fiction fans. The writer and editor Judith Merrill recalled that Asimov was known in the 1940s as the man with 100 hands, and that he apparently felt obliged to leer, ogle, pat, and proposition as an act of sociability. It was all framed as nothing but good fun, as were his interactions with women once his success as an author allowed him to proceed with greater impunity. He writes in his memoirs of his custom of hugging all the young ladies at his publisher's office, which was viewed indulgently by such editors as Timothy Seltz of Doubleday, who said, "All you want to do is kiss the girls and make collect calls. You are welcome to do that, Asimov." In reality, his attentions were often unwanted, and women found excuses to be away from the building whenever he was scheduled to appear. After his celebrity increased, his behavior at conventions became more egregious, as the editor Edward L. Fehrman reminisced of a fan gathering in the late 50s. Asimov, instead of shaking my date's hand, shook her left breast. Asimov was open about his practices. I kiss each young woman who wants an autograph, and have found, to my delight, that they tend to cooperate enthusiastically in that particular activity. He defended himself by saying that he was universally seen as harmless. Everything was delivered with a wink, allowing Asimov, who identified as a feminist, to credibly pretend that he was just playing along. Yet many of these encounters were clearly non-consensual. When the author Frederick Paul questioned his tendency to touch women in a fairly fondling way, Asimov replied, "It's like the old saying, you get slapped a lot, but you get laid a lot too." Asimov biographer Michael White quotes a friend's wife who was pinched at a party. "God, Asimov, why do you always do that? It is extremely painful, and besides, don't you realize it's very degrading?" Whenever we walked up the stairs with a young woman, I made sure to walk behind her so Isaac wouldn't grab her tush,
The writer Harlan Ellison is quoted as saying in Nat Sigaloff's biography A Lit Fuse, "He didn't mean anything by it, times were different, but that was Isaac." Ellison may not be the best witness for the defense. He was widely criticized for grabbing Connie Willis' breast on stage at the Hugo Awards in 2006, but I regularly hear the argument that Asimov was simply a product of his era. You certainly don't need to look far to find parallel offenders, including Asimov's friend Randall Garrett, of whom Frank Herbert recalled, "You could follow his movements by the squeals of the women whose bottoms he had just pinched." But excusing Asimov by saying that some of his contemporaries were guilty of similar transgressions is like downplaying his productivity by pointing out that other authors were prolific. Soweit einige Auszüge aus dem Artikel. Ich werde es nun nicht alles übersetzen, aber es geht darum, dass im Verlauf von vielen Jahrzehnten Asimov unzählige Frauen begrapscht hatte, bei Conventions, aber auch privat. Und was vermutlich noch schlimmer wiegt, sehr häufig versucht hatte, diese Frauen zu küssen. Die Anzahl solcher Zwischenfälle ist unbekannt, bewegt sich vermutlich in Hunderten. Die zentrale Frage, die ich an dieser Stelle erörtern möchte, dreht sich darum, wie ich damit umgehe und welchen Effekt das auf mein Verhältnis zu Asimov haben mag und wie das grundsätzlich zu bewerten sei im MeToo-Zeitalter. Oder sind wir schon im Post-MeToo-Zeitalter? Heute geht ja alles immer so schnell. Die Frage ist somit auch, inwieweit mein Nicht-Polarisierungsansatz hier greift, und das ist dann auch eine grundsätzliche Frage danach, ob man denn den Künstler von seiner Kunst trennen kann, trennen muss oder trennen sollte. Die erste Reflexion, die mir nach diesen Zeilen in den Sinn kommt, lautet wohl: Niemand ist verpflichtet, Dinge als unwichtig zu betrachten, die heute relevant sind und es in der Vergangenheit vielleicht nicht waren. Aber, Achtung, jetzt kommt's, wir kommen nicht umhin, die Dinge auch im Kontext ihrer Zeit zu sehen. Wir müssen allerdings zu Rate ziehen, dass auch im Zeitgeist jener Ära bestimmte Handlungen nicht in Ordnung waren, es aber die Tendenz gab, sie eher durchzuschweigen, weil sie letztendlich einen Themenkreis berührten, der grundsätzlich nicht Teil eines öffentlichen Diskurses war, wie es heute der Fall ist. Ein gutes Beispiel eher aus unserer gegenwärtigen Alltagserfahrung. Die TV-Serie The Big Bang Theory, die jetzt nun endlich abgeschlossen ist nach 12 Staffeln, wird in zwei Video-Essays von Jonathan McIntosh alias Pop Culture Detective behandelt, mit dem Titel The Adorkable Misogyny of the Big Bang Theory und The Complicity of Geek Masculinity on the Big Bang Theory, die deutlich machen, wo das klassische Nerd-Problem stets bestanden hatte. In einer massiven, notorischen Frauenfeindlichkeit, die dadurch entschuldigt wurde, dass der Nerd am Computer eigentlich bemitleidenswert sei, da er doch keine Frau abkriegt und dies gebe ihm halt besondere Privilegien. Und als Kehrseite der Münze tritt in den Geschichten von The Big Bang Theory auch eine massive Homophobie zutage, denn, und das zeigen beide Video-Essays sehr gut, Misogynie, also Frauenfeindlichkeit und Homophobie sind häufig miteinander verbunden. Denn der reaktionäre, frauenfeindliche Idiot betrachtet nicht nur die Frau als grundsätzlich minderwertiger, er muss im Zuge dessen feminine Eigenschaften auf jene Männer projizieren, die beim Machismo Sausage Fest sozusagen nicht in der Alpha-Liga mitspielen. Ich möchte mich nun gar nicht so sehr an The Big Bang Theory abarbeiten, obwohl es da vermutlich eine Menge zu sagen gäbe. Doch ich gehöre auf jeden Fall nicht zu jener Fraktion, die da den brennenden Holzscheit an den Scheiterhaufen hält. Ja, ich finde, dass im heutigen Zeitgeist gewisse Aspekte dieser Serie extrem diskutierbar sind und ich käme gar nicht auf die Idee, den Kritikern zu widersprechen. Auf der anderen Seite muss es eben auch eine solche Serie geben, damit diese Gespräche eine klare Grundlage mit Fallbeispielen haben. Alles andere erscheint mir autoritär und vor allem einer politischen Correctness verschrieben, von der ich nicht viel halte. Ich meine damit all die Leute, die dann danach schreien, dass solche Serien abgesetzt und verboten gehören und all dieser Unsinn, das stimmt alles nicht. Das ist natürlich alles Unsinn. Denn das Problem ist ja, dass Frauenfeindlichkeit manchmal extrem witzig sein kann. Genauso wie sie humorlos und geschmacklos sein kann. Doch hierbei muss jeder Fall einzeln beurteilt werden. Und so darf sich umgekehrt ein Produzent oder ein Fan von The Big Bang Theory nicht für unkritisierbar halten, nur weil es eben eine Komödie ist. Das wäre viel zu einfach. Und das ist natürlich eine Zweibahnstraße. Ich habe mehr Zeit meines Lebens mit Frauen als mit Männern verbracht. Ach,
weil ich so schwul bin. Auf jeden Fall weiß ich, wie das ist, wenn eine Gruppe angeheiterter Frauen um den Tisch sitzt und nur gemeine, männerfeindliche Witze reißt. Ein Zacken aus der Krone fällt mir da nicht raus. Und hierbei ist es mir egal, ob solche Witze nun als Up-Punch, als Down-Punch oder als eine Art lateraler Punch auf Augenhöhe angesehen werden. Weiß jeder, was ich damit meine? Naja, also es ist jetzt sicher gegenwärtig in den USA diese Humordoktrin durch, dass Humor immer ausschließlich ein Up-Punch sein darf, also sozusagen auf Kosten jener, die ohnehin mächtiger sind. Während man natürlich niemals Humor machen darf, der ein Down-Punch ist, also gegenüber solchen, die sich vielleicht nicht wehren können oder für irgendetwas nichts dafür können. Das klingt ja erstmal ganz logisch, aber bei tiefer Betrachtung ist es eine sehr fehlerbehaftete Philosophie. Ein Film wie Duft der Frauen macht sich unentwegt über einen blinden Mann lustig, doch niemand käme aber auf die Idee, es sei ein Downpunch-Film, der sich über Behinderte lustig macht. Wie bereits gesagt, ist es viel wichtiger, eine jede Situation und einen jeden Fall einzeln nach seinen eigenen Umständen und Parametern zu betrachten. Doch zurück zu Geeks und Nerds. 70 Jahre zuvor war Isaac Asimov auch ein solcher Nerd, der damals eben in der Welt von Pulp-Fantasy-Magazinen groß geworden ist. Doch was passiert, wenn ein Geek oder ein Incel seiner Umgebung entwächst und plötzlich eine öffentliche Präsenz hat, eine Celebrity ist und damit de facto Macht besitzt? Das ist letztendlich die Frage, die dieser Artikel zu beantworten versucht. Für mich ist an dieser Stelle allerdings auch relevant, ob nun der beschriebene Sachverhalt in erster Linie eine psychopathologische Fehlleistung von Isaac Asimov ist oder ob sie nur die Spitze eines Eisbergs darstellt und lediglich einen allgemeinen Trend der 40er und 50er Jahre reflektiert. Mit anderen Worten, populäre und sanguinische Männer schlugen damals unentwegt über die Stränge. Dies war der Zeitgeist damals und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Heute benutzt man allzu gerne die intellektuell etwas flache Formulierung Boys will be boys. Nun, ich vermute, es ist ein wenig von beidem, doch eine einseitige Erklärung greift hier zu kurz. Natürlich war ein frauenfeindlicher, toxischer Biotop hier die Voraussetzung, aber obwohl dieser Biotop schon immer ein Teil der europäischen Gesellschaft war, gab es auch schon immer ein entsprechendes Unrechtsbewusstsein der entsprechenden Männer, sieht man von enthemmten Zuständen wie dem Alkoholsaufen ab. Grabscher und Leute, die einem in den Ausschnitt starren, sind sicherlich eine Erfahrung, die Frauen jahrtausende lang gemacht haben. In Gemälden wird es manchmal als etwas festgehalten, das sich ausschließlich auf die Unterschicht und hierbei vor allem auf die Dirnen beschränkt. Aber ich habe Mühen, das zu glauben. In all jenen Zeiten bestand natürlich auch ein klares Unrechtsbewusstsein seitens der Männer, was sich oft in einer recht kalkulierten Wahl der Opfer niederschlug. In seinem Buch Dame Venus beschreibt der Mittelalterforscher Jacques Rossiot Gerichtsfälle von Vergewaltigungen in Paris, bei denen der Angeklagte freiging, da die betreffende Frau sich nach Sonnenuntergang auf der Straße aufgehalten hatte und diese Uhrzeit sei eben nur für Prostituierte vorbehalten, wenn man eine Frau ist. Wenn es aber um Grabschen im historischen Kontext geht, gibt es eine Adresse, an der man hier nicht vorbeikommt. Hans-Peter Dürres Buch Obszönität und Gewalt, in dem er diesem Thema gleich zwei Kapitel widmet. Dürr macht deutlich, dass es schon immer Korrektive in der Gesellschaft gab, die das Grabschen als ein Unrecht angesehen haben. So schreibt er zum Beispiel, wenn nach dem im 9. Jahrhundert erlassenen Gesetz des angelsächsischen Königs Alfred einer Gemeinfrauen-Jungfrau an die Brust fasste, machte sich der versuchten Vergewaltigung, Needhamet, schuldig und hatte 5 Schillinge zu berappen, mit 5 Schillgebet. Doppelt so viel wie bei einer Laie zahlte jedoch der Sittenstrolch, der aus Geilheit einer Nonne die Brüste betastete oder ihr auch nur ans Kleid fasste. Ebenfalls 10 Schillinge zahlte, wer eine Gemeinfraue Jungfrau niederstieß, ohne in sie einzudringen, 30 Schillinge, wenn es sich um eine verheiratete Frau handelte und 60 Schillinge, wer eine Jungfrau deflorierte. War sie indessen Ethelbornen, so kam ihnen jede dieser Taten ungleich teurer zu stehen. Das ist nur eins von unzähligen Beispielen in diesem Buch und ich lese es aus dem Grund, um zu zeigen, dass die
Zivilisationstheorie von Norbert Elias an dieser Stelle sichtlich versagt, denn fast in jeder Gesellschaft der letzten Jahrtausende gab es Grabscher und immer hatten die Autoritäten versucht, sie zu fassen und zu bestrafen, mal härter, mal weniger hart zugegeben. Aber zu sagen, dass Asimov lediglich ein Relikt einer alten Zeit war, wo man diese Dinge nicht ganz so eng sah, was Apologeten vermutlich jetzt gerade irgendwo in den sozialen Medien auch tun, ist problematisch, zumal Alec Nawalny Beispiele aufführt, wo andere Autoren Frauen sozusagen unauffällig hinter sich buxierten, wenn Asimov nur vorbeiging, um ihnen das Grabschen zu ersparen. Das Problem hier ist nicht, dass Asimov in einer Gesellschaft gelebt hat, der es egal war, ob er fremde Frauen unsittlich berührt und zu küssen versucht. Das Problem hier ist, dass er extrem berühmt war und wir in einer Zivilisation leben, in der prominenten Leuten unentwegt alles nachgesehen wird. Das ist kein sexuelles Problem. Wenn ich heute 3000 Euro an Steuern hinterziehe, werde ich die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Wenn ich als Milliardär 300 Millionen Euro an Steuern hinterziehe, löse ich vielleicht ein Politikum aus, aber vermutlich werde ich diese Erfahrung in einem Liegestuhl auf den Bahamas machen. Übrigens ist der Anagrip, wie man im Mittelalter das Anfassen des weiblichen Schritts nannte, heute noch ein verbreitetes Phänomen in Istanbul, sodass dies auch in Reiseführern Erwähnung findet. Und es gibt vermutlich tausende europäische oder amerikanische Frauen, die darüber berichten können, im Vorbeigehen diese etwas schockierende Erfahrung gemacht zu haben. Ein sonderliches Einzelfänomen war Asimov sicherlich nicht. Es gibt natürlich auch heute Relikte dieser Ära. Einer davon wäre sicherlich der amerikanische Präsidentschaftskandidat Joe Biden. Seine notorischen Grabschereien vor laufender Kamera sind bereits eine Art Internet-Meme geworden und werden häufig mit dem Begriff The Yuck Factor zusammengebracht. Auch für mich steckt hier eine durchaus tiefer greifende Erkenntnis dahinter. Ich bin durchaus als ein Geek aufgewachsen, der lieber Science-Fiction gelesen hat, als draußen Fußball zu spielen. Und sogar ich wuchs in dem Wissen auf, dass Asimov ein Womanizer war oder sich zumindest so benahm. Als Junge habe ich das natürlich nicht unbedingt korrekt interpretiert. In Interviews haben seine Kollegen hier und da was eingestreut, aber es waren eben Euphemismen. Damals sagte man eben, Isaac hätte eine Schwäche für das schwache Geschlecht. In meinem Kopf war es damals etwas, das extrem erstrebenswert erschien. Welcher Teenage-Geek ertrinkend im eigenen Testosteron wäre nicht gerne ein weltberühmter Sci-Fi-Schriftsteller, der bei Conventions mit links heiße Bräute aufreißt. Dass dies ein weitgehend fiktives Bild war, hätte ich nicht ahnen können. Dass Asimov eher ein Creep war, der in der Verlagswelt ein gefürchteter Tittengrabscher war, wäre mir damals nicht in den Sinn gekommen. Hierzu fehlte einfach die entsprechende Diskussionskultur und das ist eben das Wichtige und Notwendige an der MeToo-Bewegung, ungeachtet dessen, dass ich durchaus der Meinung bin, dass hierbei die feministische Abrissbirne allzu wild in alle möglichen Richtungen ausschlägt und man dazu tendiert, sich zu sehr an Nichtigkeiten abzuarbeiten. Für uns gibt es heute allerlei Legenden, mit denen wir aufräumen müssen, die wir zu lange geglaubt haben. Beispiel: Dieses Foto ging als ein Symbol von Kriegsende und Frieden um die Welt. Es wurde von dem Fotografen Alfred Eisenstadt in 1945 auf dem Times Square in New York geschossen. Der Marinesoldat, der spontan ein Mädchen im Kostüm einer Krankenschwester küsst. Es gibt kaum jemand, der das Bild nicht kennt. Es ist ein Symbol für Kriegsende, für das Ende des Horrors. Es ist geronnene Nostalgie und das Gefühl von herzlicher, unschuldiger Ausgelassenheit. Viel weniger bekannt ist, dass die Frau hier Greta Zimmer Friedmann heißt und sie hatte in ihren späteren Jahren bei mehreren Anlässen betont, dass sie sich bedrängt gefühlt hatte, dass der Kuss nicht abgesprochen und der Mann ihr gänzlich fremd war und dass dies insgesamt eine sehr negative Erfahrung für sie war, da der Mann sie wirklich festhielt und gar nicht zuließ, dass sie sich wehrte. Das sieht man auch daran, dass es mehr als nur einen Winkel für dieses Bild gibt. Man sieht förmlich, dass Eisenstadt sich seitlich bewegt hatte und vermutlich ein Foto schoss, den Apparat wieder aufzog, dabei mehrere Schritte zur Seite ging, erneut ein Foto schoss und so weiter. Natürlich muss man auch dagegenhalten, dass Marlene Dietrich während der Kriegszeit die amerikanischen Soldaten besuchte und dafür bekannt war, Soldat und Offizier gleichermaßen ausgelassen zu küssen. Ob dies nun aus einem herzlichen Lebensgefühl heraus geschah, weil sie diese Männer sympathisch fand, oder ob sie gute Miene zum bösen Spiel machte und es als ein angemessenes Opfer einer leidenschaftlichen Hitlerhasserin ansah, die sich für ihr Land schämte, das müssen irgendwelche Fachleute beantworten. Es ist auch wichtig, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Isaac Asimov ist nicht Harvey Weinstein oder Bill Cosby.
Man muss hier die Grauschattierungen schon zulassen. Und die Tatsache, dass Joe Biden für den Irakkrieg gestimmt hat, dass er sich für NAFTA eingesetzt hat und dass er dafür verantwortlich ist, dass Zehntausende fürs Kiffen in den Knast gewandert sind, wiegt x-fach mehr als die Tatsache, dass er ein Perf ist und bei öffentlichen Anlässen seine Hand ständig in die Brustnähe von Frauen landet. Genauso sind Asimovs Romane deutlich wichtiger als sein creepy Verhalten. Isaac Asimov war kein Vergewaltiger. Er war halt nur der schmierige Onkel Isaac, der in einer Zeit lebte, in der ihn eben niemand über das Handgelenk schlug. Zumindest nicht kräftig genug. Einen kleinen Shitstorm hätte er damals durchaus verdient. Eine Gesamtverurteilung, wie es heute so üblich ist? Nein. In dieser Hinsicht muss man schon die Ära und den Zeitgeist zu Rate ziehen. Nicht um eine Handlung zu rechtfertigen, die auch damals nicht jeder rechtfertigt hatte, sondern um zu verstehen, dass damals das gesamte Umfeld dazu neigte, solche Dinge totzuschweigen, beiläufig als Nichtigkeiten wegzufegen, anstelle sie zu diskutieren. Natürlich leben wir auch in einer Zeit, in der die Abrissbirne des Feminismus teilweise unkontrolliert in alle Richtungen schlägt und somit die Nuancen deutlich verloren gehen. Ich finde es zum Beispiel falsch, dass heute so jemand wie Louis C.K. vollständig geschasst wurde, nur weil seine widerliche Macke darin bestand, in irgendwelchen Produktionsbüros seinen Mitarbeiterinnen den Schwanz zu zeigen. Ja, eine super miese Masche von Louis C.K. und eine Neigung, die gänzlich inakzeptabel ist, da sie jegliches Arbeitsklima vergiftet. Aber in die Öffentlichkeit zu gehen und so zu tun, als wäre eine Frau mega traumatisiert von einer Erfahrung, die ohne jegliche körperliche Berührung ablief, ist auch ein wenig albern. Und man verunglimpft dabei die Massenvergewaltigungsopfer in Bosnien oder Ruanda, wie auch jede Frau, die jemals gezwungen war, sich gegen einen Vergewaltiger zur Wehr zu setzen oder sich ihm zu fügen. Und es war ihrer viel mehr, als die meisten es glauben. Diese Nuancenbefreiung ist eine deutliche Schattenseite der MeToo-Bewegung. Von einer Convention nach Hause zu kommen und zu sagen, dieses Arschloch Asimov hat mir auf die Brust gefasst, ist etwas ganz anderes, als in einem alten Lieferwagen am Stadtrand vergewaltigt zu werden. Und es liegt eben in der Natur der feministischen Abrissbirne, diese Unterschiede nicht zu leisten. Vermutlich müssen wir an dieser Stelle abwarten, wer noch alles steht, wenn der Sturm und der Sand sich gelegt haben. Die finale und naheliegende Frage lautet aber, wie weit kann ich Künstler von der Kunst trennen? Nun, ich glaube, wir tun alle vielleicht ein wenig falsch daran, wenn wir hierbei in Absolutismen denken. Ich glaube, jeder kann zu einem gewissen Grad den Künstler von der Kunst trennen. Und jeder tut es in Wirklichkeit. Heute ist es schon vergessen, wie sehr sich die Mitglieder von Led Zeppelin wie Schweine benommen haben. Das läuft dann unter Rock'n'Roll. Die Frage ist also eher, wo dabei die individuelle Schmerzgrenze liegt. Und eine individuelle Schmerzgrenze hat ebenso gar nichts mit einer allgemeingültigen Aussage zu tun. Für manche ist die Grenze eben bei Tom Cruise und seinem Scientology-Nonsense längst erreicht. Für andere ist bei Roman Polanski Schluss. Ich habe überhaupt kein Problem mit Roman Polanski. Oh, das wird sicher wieder ein paar De-Abos geben. Ich kriege auch schon De-Abos, wenn ich das falsche Wort sage übrigens. Nein, wirklich, ich kriege da immer wieder mal eine Kurznachricht, wo es dann steht so, also diesen einen Satz fand ich total scheiße und total daneben. Dafür De-Abo. De-Abo. Oh. Tja, dagegen bin ich völlig machtlos, wie Vicomte de Valmont zu sagen pflegte. Hinzu kommt, dass mir unlängst jemand gesagt hat, du, wenn du nicht ein paar Leute auch anpisst, dann bringt das alles ja nichts, dann kannst du es ja gleich bleiben lassen. Und ich versuche mich ja neuerdings ein wenig nach diesem Ratschlag zu richten. Also Polanski ist ja für mich ein Kapitel für sich und ich möchte darauf jetzt nicht unbedingt eingehen, weil es komplett den Rahmen sprengt. Das ist ja ein riesiger Oktopus mit ganz vielen Armen. Wenn jemand für sich meint, er müsse nun Asimov aus seiner Bibliothek bannen oder seine Bücher verbrennen, so kann ich das zwar verstehen, aber nicht unbedingt teilen. Eine Kultur erschaffen von makellosen Engeln wird es so einfach nicht geben. Asimov hat Scheiße gebaut. Buhu, das habe ich auch. Ich habe nicht die moralische Überlegenheit, um mich über ihn zu stellen und über ihn zu richten. Ich finde sein Benehmen nicht in Ordnung und ich würde verdammt gerne eine Zeitmaschine nehmen und mit ihm darüber ein ernstes Wörtchen reden. Aber vielleicht wäre ich besser beraten, wenn ich in der hypothetischen Zeitmaschine erstmal in meiner eigenen Jugend Halt machen würde, um erstmal mit mir selbst ein Wörtchen zu reden. Somit, Asimovs Bücher in meinem Regal sind sicher. Wenn ich jedes Buch wegwerfen müsste, dessen Verfasser ein Mistkerl war oder ein ärgerlicher Giftzwerg, da bliebe im Regal nicht viel zurück, vermutlich nur die Bücher von George Sand und Arno Lustiger. Und wie anfangs gesagt, niemand redet davon, irgendeinem Fehlverhalten die Absolution zu erteilen.
Aber wir müssen für unsere eigenen Unvollkommenheiten einen gewissen Rahmen schaffen, in dem wir imstande sind, etwas toleranter und nuancierter zu sein. Eine reine Fingerzeigerkultur wird uns kein Heil bringen. Damit hängt auch viel zusammen, weshalb die gemäßigten und aufgeklärten Kräfte überall auf der Welt gegenwärtig die Wahlen verlieren, während reaktionäre, rechtsradikale Dumpfbacken ein Freudenfest nach dem anderen feiern, weil sie dank ihrer intellektuellen Defizite überhaupt kein Problem damit haben, sich auf dem geringsten gemeinsamen Teiler zu einigen. Erstens, die Migranten nehmen uns die Arbeit weg. Zweitens, Merkel hat Deutschland zerstört. Drittens, Greta wird die ganze Welt zerstören. Bang! Das war schon das ganze politische Programm. Wir dagegen verbringen Monate, sogar Jahre in dem ziellosen Diskurs darüber, ob sich bei den Grünen in den frühen 80ern Daniel Cohn-Bendit für Pädophilie stark gemacht hat oder nicht. Und ich sage nicht, das sei gänzlich unwichtig, aber ist es wirklich 15 Leitartikel in der Tagespresse wert, während die Welt brennt? Ist es nicht deutlich wichtiger, sich zu fragen, weshalb hier und heute Cem Özdemir die gemeinsamen Absichtserklärungen irgendwelcher ultra-neoliberaler Denkfabriken mit unterzeichnet? Gabla!